Jetzt können wir noch das hier ausrichten, wie wir wollen. Wenn Jazz im... Was man jetzt mal nicht sehen kann, aber es ist... Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Transformers Video Review. Heute geht es um Transformers Human Aliens Hunt for the Decepticon Jazz. Jazz kommt mit einem Motorrad, welches sich auch noch transformieren kann, und zwar in seine Waffe. Die kann er dann im Robotermodus nehmen, und man kann auch hier im Fahrzeugmodus diesen Captain Lennox draufsetzen, welcher eigentlich auch ziemlich beweglich ist, denn man kann seinen Kopf bewegen, man kann seinen Arm nach innen und außen bewegen, nach vorne, man kann ihn einmal drehen um 360 Grad. Und so sind eigentlich ziemlich viele Posen möglich mit ihm. Die Beine kann man auch genauso gut bewegen wie die Arme. Die Beine haben nur noch ein Kniegelenk dazu. Und ja, wenn Jazz im Fahrzeugmodus ist, kann man den Captain Lennox auch da reinstecken. Das geht so. Also ihr müsst die Türen aufmachen. Das ist klar. Und dann müsst ihr halt ein bisschen gucken, schon davor den in Position bringen. Und jetzt müsst ihr versuchen, die Füße dann irgendwie da noch mit reinzukriegen. Okay, dieses Mal geht es ziemlich einfach. Okay, man sieht jetzt schon, er ist nicht gerade, nicht wirklich aufrecht da drin. Aber mit vielleicht ein bisschen mehr Zeitaufwand hat er auch den perfekten Halt. Und ja, kommen wir zum Fahrzeugmodus von Jazz. Also, wie man hier sehen kann, ist es wirklich ein ziemlich schweres kleines Auto. Was man jetzt zwar nicht sehen kann, aber es ist halt ziemlich schwer, das muss ich euch sagen, weil das könnt ihr halt nicht jetzt sonst wissen. Und man muss sagen, es ist ziemlich zugepackt. Also es ist auch kleiner als der Human Aliens Bumblebee. Aber die Figur ist ziemlich dicht. Das heißt, es gibt kaum Hohlräume. Also wirklich nur sehr minimal. Ja, es gibt hiervon auch noch eine Takara-Version. Für diese hat es mich aber nicht so sehr begeistert. Da gab es dann die Unterschiede, dass die Fenster nicht blau waren, sondern auch so durchsichtig, weiß durchsichtig wie hier vorne. Und hier vorne wäre bei der Takara-Version das hier auch noch schwarz wie hier. Und bei der Takara-Version gäbe es noch für Jazz am Kopf später noch eine kleine farbliche Änderung. Und die kann ich euch später auch nochmal zeigen. Aber wir können ja erstmal einen Rundumblick machen zu Jazz. Schließen wir die Türen. Ja, man kann schon sehen, hier fehlt ein bisschen das Kennzeichen. Ich bin mir nicht sicher, ob es die Takara-Version hat, aber man merkt schon, hier hätte es vielleicht auch noch einen Farbklecks drauf haben können. Aber Jazz ist wirklich eine super tolle Figur. Sieht wirklich sehr elegant aus so. Nicht jeder würde jetzt vermuten, dass es ein Transformer ist. Also es könnte schon als Alternator durchgehen. Ich bin mir nur nicht sicher, wie das jetzt ist mit den Größenverhältnissen, weil das gehört ja auch zu den Alternators. Da weiß ich jetzt nicht Bescheid, also wie das jetzt hier mit dem Jazz ist. Kommen wir zur Transformation. Als nächstes werden wir einmal hier das ganze hintere Stück so lösen.
Da machen wir davor nochmal die Türen kurz auf und werden jetzt hier einmal noch die ganze Partie lösen und hier teilen. Bringen wir alles aus zur Seite. Und fahren alles aus, was auszufahren ist. So, und jetzt können wir auch hier schon einmal das Bein ausrotieren. Also man kann schon sehen, es ist wirklich sehr dicht alles gemacht. Es wurde kein Platz verschenkt oder so, also es ist ziemlich gut. So, dann drehen wir das Ganze mal, bringen hier das in Position. Wir können dann auch noch entscheiden, wie wir diese Teile hier haben wollen. Die können wir einmal hier so entlang drehen, am Bein. Können wir entweder das uns so hinstellen oder wir können es auch noch mal drehen. Oder wir können es auch nach vorne bringen. Ich persönlich guck gleich nochmal, wie ich es am besten finde, aber ich finde es gut, dass man da auch so ein bisschen seine Auswahlmöglichkeiten hat und sich das dann auch nicht so streng immer transformieren muss. Als nächstes müssen wir das hier einmal auseinanderziehen, diese Frontlichter. So, und da kann man dann auch schon leicht die Arme drin erkennen. Jetzt können wir das einmal hier umdrehen. Dann müssen wir das hier auch nochmal drehen. Und jetzt hier noch seine Brustplatte ausklappen. Hier können wir das ja auch nochmal ausziehen und drehen. Auf dem Coverbild vom Jazz, jetzt auf der Verpackung, wird der Jazz ohne diese gedrehte Brustplatte dargestellt. Also seid nicht frustriert, wenn ihr das nicht seht. Also denkt nicht, dass dieses Feature bei eurem Jazz nicht vorhanden ist. Das ist überall so. Ja, jetzt müsst ihr den Kopf rausholen, einmal drehen und diese Platte hier hinten müsst ihr einfach nach hinten bringen. Das hier müsst ihr auch noch festmachen, den Unterkörper noch anklicken und hier hinten ist auch noch diese Rückenplatte, die könnt ihr auch noch nach oben bringen. Dann habt ihr hier hinten so diese ganzen Platten unter Schach und Fach. Jetzt müsst ihr das hier einmal anbringen, den kompletten Oberkörper. So, Kopf bleibt draußen. Und das hier könnt ihr nach hinten bringen. Jetzt einmal hier die Arme noch drehen. Und hier aus den Autotüren werden jetzt die Arme, und zwar müssen wir hier einmal die Hände raushebeln, so, die dann auch nochmal teilen und jetzt dieses Stück nach innen bringen und dann kann die Fensterscheibe auch noch hier das überdecken. Komm schon, gut. Auf der anderen Seite genauso. Hand raus. Hand teilen. Das reinbringen. So, jetzt müssen wir einmal noch den Arm drehen. Dann kann er sich auch so bewegen.
den anderen Arm auch. Und hier hat er auch noch solche abstehenden, auf der Kugelgelenk stehenden Teile. Die kann man sich auch ausrichten, wie man möchte. Ich finde, damit sieht Jazz irgendwie total mechanischer aus und so mit diesen kleinen Teilen und so. Das ist schon cool. Ja, jetzt, wie gesagt, am Kopf hat er dieses blaue Visier. Und ich hatte gesagt, bei der Takara-Version hat es dann so ein durchsichtiges Braun vielleicht, leicht angebräuntes Plastik. Also das sieht in meinen Augen auch dann ein bisschen besser aus als das hier mit dem Blau. Aber ich finde es nicht schlimm. Man kann auch beim Kopf jetzt noch, gibt es auch ein Feature, da kann man das Visor auch einfach wegmachen. Und zwar hinten haben wir so einen kleinen Hebel. Und da können wir das Visor ruckzuck verschwinden und haben Jazz Gesicht offen. Ja, ziemlich detailreich das Ganze. Ja, und das zeige ich euch mal kurz. Dann haben wir hier halt diesen Switch. Drücken wir nach oben und dann kommt das da raus. Ja. Jetzt können wir noch das hier ausrichten, wie wir wollen. Hier an den Beinen. Ja, ich denke, ich bringe es mal zur Seite. Das sieht am besten aus. Ja, jetzt haben wir noch das mit den Waffen und mit Jazz. Ja, wir können jetzt unserem Jazz Waffen geben. Aber weil der ziemlich schwer zum Stehen zu kriegen ist, gibt es auch noch eine weitere Möglichkeit, wie ihr ihn besser zum Stehen bekommt. Und zwar hier unten gibt es am Fuß noch zwei kleine Teile zum Ausrichten. Dann hat er noch so eine Ferse, so eine erweiterte, und dann kann er schon viel besser stehen. So. Ja. Seine Waffe, also sein Motorrad, das kann sich auch ziemlich gut transformieren. Und zwar kann man hier seinen Auspuff abnehmen, das wird zum Geschütz. Und jetzt müssen wir das hier ausklappen. Dann müssen wir hier einmal alles nach unten bringen. Davor nochmal hier diesen Motorradständer, ich wollte schon sagen Fahrradständer, nach hinten klappen. Und das jetzt nach unten klappen. Und jetzt können wir den Motorradständer als Griff benutzen, damit Jazz seine Waffe auch halten kann. Bringen wir noch das Rad nach vorne. So, und schon ist die Waffe fertig transformiert. Die Waffe kann man Jazz hier am Arm anbringen, nicht direkt an der Hand. Also das geht so, dass ihr erstmal die Hand wieder zusammen machen müsst. Und jetzt seht ihr hier so einen kleinen Pin und da das Loch. Dann müsst ihr das einfach reinstecken. So, und schon hat Jazz seine Waffe. Und das Geschütz, das kann man ihm natürlich auch einstecken. Und das schießt schon ziemlich stark, muss ich sagen. Ja, und das kann man dann hier an der Seite betätigen durch einen kleinen Knopf. Und dann kann man es gut abschießen. Ja, also Jazz ist wirklich eine ziemlich gute Figur. Das muss ich schon sagen. Also mir gefällt sie wirklich sehr. Für mich die beste Handvoll Decepticons Figur und auch die beste Human Aliens Figur, auch jetzt mit dem neuen Dark of the Moon, da finde ich alles nicht sehr gut. Bis auf Jazz, das ist die einzigste Figur, die mir davon gefällt.
So, wir können auch noch mit Captain Lennox was anstellen. Und zwar können wir ihn hier hinten in diesem Loch einplatzieren. So. Und dann hat Jazz noch hier so eine kleine Waffe. Und da, das kann Captain Lennox dann irgendwie bedienen, so. So in etwa. Naja, ich finde es jetzt nicht so. Brauche ich eigentlich nicht. Was wir auch noch machen können, ist, wir können hier unten das einmal ausklappen und hier solche kleinen Geschütze ausfahren. Und da können wir Captain Lennox auch noch mal reinstecken. Natürlich kann man mit diesen kleinen Human Aliens Figuren auch von Figur zu Figur variieren. Das heißt, man muss nicht die mitgelieferte Figur nehmen, um die irgendwie einzusetzen in ein Auto oder hier zum Beispiel am Fuß. So. Dann sieht das ungefähr so aus. Wenn Captain Lennox auf Jazz Fuß sitzt und dann schießt. Ja, Was soll ich davon halten? Also, ich finde das mit diesen kleinen Figürchen zwar ganz schön, aber who needs that? Dann kommen wir noch mal zur Beweglichkeit. Also den Kopf, den kann man hier einmal 360 Grad drehen. Die Dinger sind auf dem Kugelgelenk. Die kann man auch so ziemlich bewegen, wie man lustig ist. Hier kann man auch noch mal drehen. Hier kann man auch noch mal drehen. Die Hände, wisst ihr, kann man auch noch mal drehen und dann halt noch teilen. Man kann leider nicht seine Schulter nach vorne und nach hinten bewegen. Das funktioniert leider nicht. Man kann dann auch noch hier sein Bein bewegen, nach vorne, zur Seite. Dann kann man es hier einmal am Knie noch bewegen. Und man kann es hier einmal drehen. Und ja, das wär's dann auch mit der Beweglichkeit. Also man bekommt mit Jazz schon ziemlich gute Posen hin. Sieht auch ziemlich akkurat aus, die Figur. Jazz ist einfach nur eine richtig, richtig gute Figur. Also für mich ist das schon fast eine Leader-Class-Figur, weil die Figur einfach so viel drauf hat. Kostet auch nicht wirklich viel. Ich habe sie jetzt ziemlich günstig gekriegt. Und ja, vielleicht entscheidet ihr euch ja auch für Jazz. Ich würde es euch empfehlen. Da habt ihr wirklich viel Spaß mit und da bereut ihr nichts. Gut, das war's dann auch mit meinem Video-Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.